Anfang Mai und ein schöner Sonnentag draußen. Und ich präsentiere euch wieder eine Bausatzvorstellung. Wie ihr im Vorspann sehen konntet, ist es diesmal von Trampeter ein Bausatz. Es ist nämlich der gerade erst rausgekommene Bausatz der 152mm Selbstfahrhaubitze der Russen, der 2S19. Der Bausatz selber besteht zu circa aus 1000 Teile. Davon sind ein Teil davon aber schon die Einzelgliederkette, die mit bei ist. Wenn ihr den Karton aufmacht, dann werdet ihr auch sehen, wie beim Mengen Bradley Bausatz ist hier viel drinne und bis oben hin vollgepackt der Bausatz. Die Haubitze selber ist eine moderne Haubitze von den Russen. Und sie wurde erstmals 1992 auf der Luft- und Raummesse in Abu Dhabi präsentiert. Da ist sie aufgefallen durch ihre Feuergeschwindigkeit von 8 bis 10 Geschossen pro Minute. Sie hat ein automatisches Ladesystem. Auch die Treffergenauigkeit ist sehr gut gewesen. Russland besitzt ca. jetzt 500 davon, Ukraine knapp 40. Weißrussland, glaube ich, 20, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich kann da nochmal nachgucken. Die Wanne selber besteht zum Teil aus T-72 und T-80 Teilen. Der Geschützturm, wo die 152mm Kanone drin ist, ist der Geschützturm, der nennt sich 2A65. Und Trampeter hat jetzt die Mr. S, also die frühe Version, rausgebracht. Die wurden jetzt modernisiert auf Mr. M, also 2S19M. Die haben eine neue Computeranlage reinbekommen und dadurch auch ein neues Feuerleitsystem bekommen. Die Teile selber, die Bordsteile, stelle ich euch per Fotos dar mit schönen Detailaufnahmen. Und den Rest kann ich jetzt erstmal machen, was vorgegeben ist. Es gibt einen Bemalungsplan von Trampeter. Wie so oft bei Trampeter unbekannte Einheiten. Bei beiden, es gibt zwei Bemalungsvorschläge. Einmal die altbekannte Paradeausführung bei den Sowjets. Und einmal in der Tarnausführung. Wie ihr sehen könnt. Die Farbangaben sind für Mr. Hobby, Vallejo, Modellmaster, Tamiya und Humbrol. Dann gibt es wieder einen schönen Bauplan als dickes Heft mit ab 25 Bauabschnitten, wo kurz und knapp und auch sehr gut wieder gezeigt wird, wie was zusammengestellt wird. Das zeige ich euch dann auch bei den Detailaufnahmen. Wie man sieht, es gibt auch, wie ich jetzt gesehen habe, wer auch bei den Teilfotos sehen werdet, gibt es auch genug kleine feine Teile wie beim Bradley. Da müsst ihr beim Abtrennen dann aufpassen. Für die Einzelgliederkette gibt es auch wieder eine Montagehilfe, wie ihr sehen könnt. Hier noch ein Fass zum Ton. Und Bauabschnitt 25 sind das Geschütz, die Haubitze ist Haubitze fertig. Das Geschütz selber hat, kann ich euch ja auch schon mal die Maße sagen, die ist auch schon beeindruckend. Also in der Länge hat das ganze Teil von 339,3 mm, die Weite ist 103 mm. Und wie gesagt, ca. 1000 Teile sind drin, inklusive den Ätzteilen der Einzelgliederkette. Und jetzt kommen wir mal zu den Detailfotos, die ich gemacht habe. Und danach mache ich dann mein Fazit.
пришло для отчизны родной. Вставай, подымайся, советское племя, на подвиг и труд боевой. Твёрже шаг, ряды держите строже, твёрже шаг, за нами весь народ. Будет враг навеки уничтожен, на врагов за родину вперед. И верой, и правдой достойно и смело отчизне послужим бою. Идем мы, товарищ, за правое дело, за честь и свободу свою. Землю святую, за мир и за счастье людей, за милую мать, за жену молодую, за наших отцов и детей. Твёрже шаг, ряды держите строже, твёрже шаг, за нами весь народ. Будет враг навеки уничтожен, на врага за родину вперед. Борьба нелегка, а зверелая свора, опасно безумие свое. Все силы в кулак соберем для отпора, всю волю свою соберем. Твёрже шаг, ряды держите строже, твёрже шаг, за нами весь народ. Будет враг навеки уничтожен, а врага за родину вперед. Будет враг навеки уничтожен, а врага за родину вперед.
Kolchoz auf Brot, die Brot kaum auf den Faden. Wird das Schittier, Verlust bei uns drei Jahr. Und dann ein Ziel, ein Arm, die den Faden. Die Wissen am Ort, die hat uns sagen ja. So, wie ihr anhand den Fotos jetzt sehen konntet und den Detailaufnahmen, handelt es sich wieder um einen, finde ich, guten Bausatz. Ich habe keine Fische heute gesehen und von der Detaillierung sieht er doch schon recht gut aus. Von der Passgenauigkeit kann ich jetzt noch nichts sagen, aber ich habe ja schon mehrere Trumpeter-Bausätze gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass er von der Passgenauigkeit auch sehr gut ist. Von der Detaillierung und von der Detailgenauigkeit kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil da fehlt mir doch ein bisschen die ganze Komplexität der T72, T80 Sachen und auch von den Detailaufnahmen. Aber ich finde, daraus wird dann bestimmt ein sehr guter Bausatz entstehen. Aufgrund der vielen kleinen Teile mit allem drum und dran würde ich sagen, dass dieser Bausatz, was für schon erfahrene Modellbauer ist, die schon ein bisschen was mit Kleinteilen gebaut haben und Ätzteilen, von Preis-Leistungs-Verhältnis wie beim Trumpeter gewohnt, finde ich das gut. Und den Bausatz selber, das ist schon ein Exot, würde ich mal sagen. Aber unter den ganzen Fahrbahn-Haubitzen, die es, Panzerhaubitzen, die es schon gibt in 1:35, wenn man schon mal die Panzerhaubitze 2000 hat, die M109 oder von den Tschechen die Dana, dann ist das jetzt mit der 2S19 von den Russen, ist das ein Highlight und passt auch wunderbar dazu und durfte dann in einer Haubitzensammlung eigentlich nicht fehlen. Also für mich ist das, würde ich sagen, es ist eine Kaufempfehlung und mal wieder ein guter Trumpeter-Bausatz. Bei der Einzelgliederkette kann ich noch nicht sehr viel sagen, ob man die jetzt nimmt oder ob man sich später für eine Frio entscheidet, die bestimmt rauskommt, oder für eine andere muss dann wieder jeder selber entscheiden. Also ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die dann selber mir die aus dem Bausatz nehmen werde. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, kaufen die 2S19. Das ist ein Klopper, der nachher fertig gebaut schon beeindruckend ist. Und mal wieder was anderes auf dem Basteltisch. Also bis dann und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr habt euch wieder was, ihr habt was wieder gesehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Bausatzvorstellung oder bei den nächsten Tipps und Tricks. Ich weiß noch nicht, was ich da machen werde oder ob ich jetzt diesen Upgrade-Bausatz vorstelle. Aber es kann sogar sein, dass ich dann dieses hier mal vorstellen werde. Von der Firma Black Dog gibt es jetzt nämlich einen Upgrade-Satz, wie ihr sehen könnt, dass ihr den M1083 in ein Warpick umbauen könnt. Und wahrscheinlich werde ich, wenn ihr das wollt und wenn ihr mal sagt, ob ich es machen soll, gibt es dann darüber eine Bausatzvorstellung, eine Upgrade-Vorstellung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.